Karlsruhe vom Substage. Jetzt gerade sind wir auf so einem Tourbus und ich würde sagen, ich komme vor wie bei MTV Cribs. Ist übrigens ein Street Fighter Tourbus. Um das mal kurz zu sagen. Und wir gehen einfach mal rein. Hey, yo. Yo, Mo. Na? Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Gut, dich wiederzusehen. Alles wunderbar. Danke. Erstmal fettes Lob für diese Bedruckung. Ja, ich hoffe, ihr habt auch eine Playstation. Natürlich. Habt ihr? Aber so viel mehr FIFA gespielt in letzter Zeit, aber FIFA dabei so viel die Finger tun will, weißt du? Logisch. Aber doch, immer ganz stolz drauf, eine gute Rio. Ja. Ja, macht Spaß, Hadouken, Russland. Wollen wir mal reingehen? Wollen wir mal ein bisschen durchlaufen? Gerne, du bist mitten, du platzt so ins reale Leben hier rein. Ja, Mann. Der Ali ist gerade am Staubsaugen, ich weiß nicht, ob der dabei gefilmt werden will, der kommt Glas, ich bei komm, wir gehen erstmal hoch. Ja, Mann. DJ Jim Tonic. Das ist mein Rapper. DJ Bastian. Transgender. Bastian. Hey, ja, das ist hier. Das ist die Lounge, hier wird abends gechillt. Okay. Playstation gespielt, wie du gerade eben schon gehört hast. Und auch zocken. Oh, nice. Fernsehen, Film gucken. Hey, ich oder erinnere mich, mal Fenster gucken. Ich erinnere mich, als du das erste Mal bei mir warst, da warst du noch mit Sido auf Tour und hast gemeint, ich freue mich so auf deine eigene Tour. Wie ist es jetzt? Ich meine, es ist fast alles ausverkauft. Ich habe mir das eben nochmal durchgeschaut. Ja, das ist der Wahnsinn. Wie läuft's, ey? Das ist wirklich schön. Das ist ein Zeichen vielleicht auch, dass diese Sido-Tour auch noch echt was gebracht hat. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle und wir haben da auch wirklich unser Bestes gegeben. Es war sehr schön. Steck doch deine Füße so ein Fleisch in meinen Mund. Das war sehr schön und ist jetzt unfassbar auch schön, das zu erleben, dass es auch bei einem selber funktioniert. Dass Leute kommen, glücklich nach Hause gehen, lachend den Saal verlassen. Das ist wirklich super und das ist auch der Fall. Ich war ja schon mal auf einem Konzert von dir in Wiesbaden und wir haben uns ja schon öfter gesehen, ne? Ich hab's auch beim Konzert. Ich weiß, du hast mich erkannt. Ich hab's ein bisschen gefeiert. Hm? So, der erinnert sich an mich. ich hab dadurch das Gefühl, der ist ja auch nichts zugeflogen gekommen. Weißt du, du musstest ja auch hart arbeiten und ich hab das Gefühl, du weißt das wirklich zu schätzen. Das ist für dich nicht einfach nur so ein Ding, so ich bin jetzt hier auf Tour, dann fahre ich mal dahin, dann fahre ich mal dahin. Sondern das bedeutet dir was und das merkt man, finde ich, bei deinen Konzerten. Also auf dem Bus bin ich jetzt nicht stolz, weil den habe ich weder gebaut noch gemietet. Aber ich bin froh, dass wir mal so einen Bus haben. Ich bin froh, dass die Hallen mal voll sind, weil das war nicht immer so. Wir waren schon oft auf Tour, aber noch nie in so einem Bus, noch nie in so einem Hallen. Früher war tatsächlich, oder was heißt früher, zum letzten Album noch, da war unser jetzt kleinstes Konzert noch unser größtes. Und ich würde auch glücklich rumlaufen mit dem Konzertgrößen von damals, aber natürlich, die Künstlerseele blüht auf, wenn man sowas sieht, wie das wächst und da kommen noch mehr Leute, dann hat er scheinbar noch die Runde gemacht, da hat das noch jemand seinen Freunden erzählt, die mitgebracht, begeistert davon und das macht Spaß, ganz ehrlich, diesen Wachstum zu sehen. Tut wahrscheinlich weh, wenn es dann nicht mehr so ist, aber es ist gut, den oder das Wachstum, das. Wenn du jetzt so einen Tag auf Tour bist, oder bist natürlich jetzt über längere Zeit auf Tour, wie ist dann so ein Tag? Wann stehst du in der Regel auf? Wie geht's dann weiter? Hast du überhaupt noch Freizeit? Also was machst du dann den ganzen Tag? Um offen zu sein, komm, warum soll ich lügen? Ich bin meistens der Letzte, der aufsteht. Okay. Leider. Also es gibt so ein, zwei Kandidaten, die noch später kommen, aber den rechnet eh keiner mehr. Aber ich komme dann irgendwann leider erst mittags so aus dem Bett, weil wir gehen auch erst nachts pennen oder morgens meistens. 5, 6. Bei uns sieht das so aus, wir bauen auf morgens, spielen dann das Konzert am Abend und bauen dann ab und fahren quasi nachts. Und wenn der Bus dann durch die Autobahn tickert, dann pokert man oder was weiß ich, man sitzt und guckt einen Film oder spielt irgendwas. Und dann kommen da schon, ziehen dann die Stunden irgendwie ins Land. Bis zum Morgens erst im Bett, nachmittags da, gegebenenfalls ein Interview, Soundcheck, Auftritt. Ja. Da hast du schon recht, da bleibt nicht ganz viel übrig. Ja, sagst du nachts irgendwie noch eine Pokern oder so, du hast auch mal im Interview gesagt, irgendwie feiern ist ja schon dein Job, deswegen gehst du privat eigentlich nicht mehr so viel feiern. Ja. Also gibt's dann Tage, wo du sagst, ey, es war ein geiles Konzert, wir ziehen jetzt noch irgendwie ein bisschen los in Karlsruhe, Mannheim, XX, wo auch immer? Ein paar Hygienen um mich rum, ja, aber also wir beide zum Beispiel chillen eher. Joker ist auch einer, der chillt, aber es gibt ein paar, die wollen dann feiern gehen, gehen sie auch, wir hängen ja nicht aneinander. Es tut auch ganz gut, wir wohnen ja hier, wir leben hier in diesem Bus und wenn jeder irgendwie seine Interessen da befriedigt bekommt, dann tut das, glaube ich, der ganzen Gruppe immer gut. Also wenn die feiern wollen, feiern, lass sie feiern und die chillen wollen, können die chillen. Ja. Platz ist hier genug, wir haben unten quasi nochmal sowas wie ein Wohnzimmer, da kommen wir gleich mal kurz hin. Ja, sehr gerne. Und da kann man Mucke hören, auch noch arbeiten, kann man da so ein bisschen Mucke machen, freestylen, passiert unten oft. Da wird der DJ plötzlich zum Rapper manchmal oder auch der Pianist, ne, der Axel, Alter, packt dann welche aus. Es macht Spaß, jeder wie er will, so, jeder feiert so viel wie er will, jeder kann pennen gehen, wenn er will, aufwachen, wenn er will. Das ist schon sehr frei, was wir machen. Magst du mal vorgehen? Ja, dann schauen wir uns das unten an. Sehr gern.
Hast du irgendwelche Rituale? Ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt so, wo ich gehe jeden Tag auf Sendung, irgendwann ist man ja nicht mehr so aufgeregt. Wie ist das bei dir vor so Konzerten? Was machst du kurz vorher? Ich bin tatsächlich immer aufgeregt. Ich mache nichts. Ich spüre das so in der Bauchgegend und mein Arm fängt das an wie so eine Achterbahn, obwohl ich mich nicht bewege und dann fange ich an ein bisschen zu gehen. Ja. Aber so leichte Übungen und dann geht das. 5 Minuten vorm Auftritt. Jetzt gibst du mir ein Messer, bitte. Ein Messer? Messer? Das ist so 5 Minuten vor dem Auftritt oder 10 meistens. Jetzt geht es mir super. So um 7 werde ich das mal kurz spüren, kurz vor der Bühne dann nochmal kurz spüren. Und eigentlich, wenn du auf der Bühne bist, ist das weg. Dann ist es sofort weg. Ja, in der Regel schon. Aber ist das so, bist du aufgeregt, wenn du eine Show machst jetzt oder nicht mehr? Ja, es geht eigentlich. Also mittlerweile ist es nicht mehr so Aufregung. Es ist dann eher so, ich habe dann so kurz vorher, kriege ich einfach Bock. Weil ich denke mir dann so, jetzt kann es auch losgehen. Und dann ist es natürlich im Studio noch mal ein bisschen was anderes, weil du siehst die Leute ja nicht, weißt du? Du sprichst da so in dein Mikrofon, in deine Bildschirme rein und so. Naja, aber wenn du da was Falsches sagst, fühlst du dich trotzdem irgendwie ertappt, weil man wird ja absolut gehört. Und dann kommen auch direkt die Nachrichten rein, ne? Ne? Dann heißt es direkt auch, was ist das? Hast du Tage, wo du, egal was du machst, trotzdem einfach irgendwie das Gefühl hast, nach der Sendung, ich bin halt irgendwie einfach nicht reingekommen. Ja. Die Sendung ist schon vorbei, aber ich hätte es lieber ein bisschen besser oder anders gemacht. Das Problem ist, dann denke ich mir nicht, ich hätte es lieber ein bisschen anders gemacht. Ich bin dann leider so selbstkritisch, dass ich mir den ganzen Abend den Kopf zerbreche und denke, ey Alter, das kannst du besser, das war echt nicht cool. Komm im Club und wenn ich dann so einen Fehler mache und dann hier im Bus weinen möchte und ich sitze und traurig bin, ey komm, war ein Fehler, hat nicht mal einer gemerkt oder so, aber du kennst es dann scheinbar auch. Also ich finde, dass man immer auf einem hohen Level abliefern will, ist zwar gut, wenn es funktioniert, aber kann so unglücklich machen. Also wir haben jetzt spielen, damit habe ich ja eben schon gesagt, jetzt irgendwie das kleinste Konzert dieser Tour war damals das größte. Und man verlernt, irgendwie das zu schätzen zu wissen und keine Ahnung, sich darauf zu berufen, worum es geht. Weißt du, also du musst tatsächlich, auch wenn du mal nicht reinkommst, so habe ich mir das bei, aber manchmal habe ich das Gefühl, heute ist einfach gar nicht der Tag zum Feiern, aber du hast gleich einen Auftritt, du musst du musst dich tatsächlich auf einer 50 Menschen stehen. Alter. Du musst dich so krass dann dazu zwingen, das einfach machen, weil auf die Bühne gehen und irgendwie das Halbe zu liefern oder so, das wäre dir selber gegenüber, den Fans, jedem gegenüber einfach schlecht. Ja. Das Ding ist irgendwie, bei mir ist es zum Beispiel manchmal so, ich weiß das schon alles so zu schätzen, aber irgendwie manchmal gibt es so Tage, da hast du einfach so viel anderes um die Ohren, dass du gar nicht so richtig drüber nachdenkst. Und dann gibt es so Momente, wo ich irgendwie denke, ey, du solltest irgendwie noch dankbarer sein eigentlich. Ne? Aber so, man denkt ja nicht 24-7 so daran, okay, ich bin jetzt total dankbar für das, was ich habe irgendwie. Und, natürlich nicht, das wäre gar nicht menschlich, aber deswegen, also da kam ich ja gerade her, ich sitze dann hier abends und denke mir, ja, war scheiße, alle sind dann eigentlich schon wieder so am Lachen, so, aber doch, das beschäftigt mich schon so und bestimmt auch ein bisschen die Laune des nächsten Tages manchmal und so. Also wenn der Auftritt am Tag davor super war, dann geht es mir aber super. Ja. Weil ich selber das Gefühl hatte, ja, war okay, dann geht es mir auch nur okay. Ja. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Da würde ich sagen, auf Karlsruhe. Ja, auf Karlsruhe. Ich danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne, sehr gerne. Für die Führung und danke für deinen Besuch, Basti. Ich freue mich, mit nassen Händen in die Hand zu geben. Ich freue mich, dass ihr heute Abend vorbeikommt. Ja, immer wieder gerne. Ich sehr, sehr gerne gesehen. Kommst du mal wieder in meine Show? Unbedingt. Da lass mich drauf, wir haben es auf Kamera. Ja, das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.